Da sind wir wieder im Wild Wessing. Ich bin Felix, der Weise, und wir hatten einen harten Fight letztens mit Harry in unserer Meisterschaft. So, und das nächste Rennen, wo geht das hin? Das nächste findet in den Alpen statt. Ne, da brauchen wir natürlich wieder unseren Jeep. Ich dachte mir, aber Hockenheim-Ring war, glaube ich. Wo ist das nächste im Moment? Rennen 5 und Rennen 6 haben wir jetzt, ne? Rennkalender. Genau, sechste. Für den sechsten nehmen wir dann hier diese S-Klasse. Wo ist unser G? Hier. Oh, das war so ein harter Fight gewesen. Ja, der fährt wieder mit seinem Jeep. Da wollen wir schauen, dass wir auf jeden Fall Pole Position. Wir kommen schon mal gut weg. Machen erstmal dicht. Sehr schön. Aber das war ein Fight. Und sorry nochmal, dass ich da letztens so ein bisschen beim Rastversuch rausgetickt bin. Ich habe mich einfach, na, nicht so über ihn, sondern eher über meine, sag ich mal, beschränkten Fahrfehler geärgert. Ihr habt das sicherlich auch mitbekommen, dass die Strecken eben auch schwieriger werden. So, wir sind wieder in den Alpen. Zweite Alpenstrecke von drei, die wir in der Saison haben. Na, Alpen liegen wir, seht ihr, der ist ein bisschen langsamer. Ich glaube, die Alpen sind auch unser Territorium mit diesem Jeep. Ja, aber der ist uns, ne, der. Die sind alle schon ein Stück weg, oder hat er sich vielleicht auch noch verbremst? Nicht nur ich, sondern auch die KI macht hier Fehler. Wir wollen es mal nicht bestreiten, ja, mal ein ganzes Stück hier zu fahren. Das war Zeit gekostet da an der Stelle. Ja, das hat dem auch Zeit gekostet. Tut mir auch leid, dass ich manchmal so ein bisschen in meinen Dialekt hier abrutsche. Ah, die Stelle kenne ich ja, die ist auch tückisch. Blödheit, Blödheit, eigene, dumme, beschränkte Blödheit. Also anders kann ich das nicht mal begründen. Das ist einfach nicht konzentrieren und einfach Blödheit, wenn man die Gedanken wieder sonst wo ist. Es war einfach ein ganz, ganz dummer Vorfehler, der uns richtig teuer wurde. Na gut, der Harry fährt uns schon mal nicht davon. Doch, es ist was Bestimmtes. Entschuldigung. So was selbst eigentlich Dummes, so. So was Blödes. So was Dummes. So was Bescheuertes. Super in Führung gelegen und dann macht man solchen Mist. Komm, nee, komm. So, irgendwie reißt, irgendwie, ich bin heute kurz davor. Ich weiß nicht, was das heute für ein scheiß Tag ist. Ob ich zu sehr am Stress bin oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist mein Geduldsfaden so kurz vorm Reißen. Wahrscheinlich war das alles nicht so klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Auch vorhin schon in dem Mürnchen. Ja, ist immer noch derselbe Tag.
So, hier ist er. Wir haben wieder einen guten Vorsprung gearbeitet. Der erste Teil ist ja echt easy von der Strecke. Ja, genau, genau, Antitsch. Da zieht man das Fahrzeug rechtzeitig um und trotzdem hast du halt diesen Lastenwechsel. Das sollte man auch nicht drauf ankommen lassen. Oh, selbe Stelle, selbe Stelle! Das ist für mich hier die schwierigste Stelle überhaupt. Ja, der andere ist dran. Der Harry ist dran, ihr seht's. Oben links im Streckenmonitor, der ist nicht weit weg von uns. Ja, genau, jetzt holt er auf einmal auf, wie so ein Blöder. Ist klar. Die Strecken werden so schwierig. Ja, na klar, holt er jetzt auf. Ja, natürlich, das ist sowas von dumm geskriptet, Alter. Entschuldigung, also. Entschuldigung für die ganzen Ausdrücke, für die Flucherei. Aber ist sowas kotzt mir an. Guck mal an, wie der auf einmal angeschossen kommt da. Ich war mal schlimmstenfalls den Schwierigkeitsgrad mal wieder um 10% runter. Es kann ja sein, dass das pro Liga halt dann einfach schwieriger wird. Also hier fahren wir klar wieder ein bisschen Vorsprung raus, ihr seht's.
So, ist für mich auch hier ein sehr schwieriger Abschnitt. Dass hier die Pfeile auch nicht hundertprozentig richtig funktionieren. Ich mache selber diesen Fehler wieder. Hier wegbleiben von der Mauer, wegbleiben von der Mauer. Also von der rechten Seite, besser gesagt, ist ja keine Mauer, sondern so ein komischer Klötzer, Geländer oder was das sein soll. So schwer zu nehmen, die Ecke, also Wahnsinn. Das ist womöglich ein Abschnitt, der das entscheiden kann. So, und zack, holt der andere auf ohne Ende. Aber es reicht trotzdem für uns. Der letzte Abschnitt ist nicht unser, aber es reicht zum Sieg. Boah. Leute, hier geht's richtig ab in dem Spiel. Das ist. Der Welpenschutz ist vorbei. Die anderen spielen ja anscheinend gar keine Rolle mehr. Aber der Heavy, der ist hier und der ist uns sowas von auf den Fersen. So, News. Ja, News. Haben wir neue Fahrzeuge mittlerweile. Strecken. Ja, jetzt zeigen sie, was für Strecken verfügbar sind. Das ist aber uninteressant für uns. Rennplanung am Hockenheimring. Das habe ich ja gesagt, machen wir mit der S-Klasse. Im S55, so einer meiner Lieblingsfahrzeuge. Bei Regen, bei strömenden Regen, das wird natürlich auch nochmal eine Sache für sich. Ist das wieder Herbie im grauen Mercedes? Oh Gott, das wird hart hier. Das können wir neu starten. Drei Runden, das geht ja. Kracht mir halt rein. Ich meine, das war auch meine Schuld. Boah, ist der hier blöd zu fahren. Ja, wenn das mit dem jetzt hier nicht gelingt, dann machen wir das halt mit der A-Klasse ganz einfach. Aber die Streckenbedingungen sind auch richtig mies. Merkt man ja schon, dass man hier im Regen fährt. Sieht, wie weit man hier abbremsen muss. Alter, ist das schwierig. Du bist ja das falsche Fahrzeug ausgesucht. Du musst so früh anfangen zu bremsen. Ist das hier schwierig? Das sind Wetterbedingungen, alle Achtung.
Also diese zwei Kurven, das ist echt der Hammer, hier zu nehmen mit dem Fahrzeug. Also irgendwie die Kurve, mit der Kurve haben wir es echt. Das ist immer eine der entscheidendsten. Hier um die Kurve, 60, 70. Aber das ist bei solchen Wetterbedingungen sogar normal, auch bei der DTM oder so, dass die dann wirklich, wenn es ganz, ganz doll regnet, dass über 60 km/h überhaupt nicht möglich ist. So, wir gehen in die letzte Runde. Ganz auf einer Rasierklinge hier. Dass das Fahrzeug sogar damals immer hier im GameStar-Video dabei war, das, wo das Spiel damals vorgestellt wurde. Das ist mir in der Großstadt gefahren, aber jetzt hier, ich glaube, diese Schliener, und das ist wirklich die Wetterbedingung. Das ist auch, wie gesagt, also was hatten damals nicht alle Rennspiele, gerade dass du das in der Vorphysik wirklich gemerkt hast. Ich merke es gleich auch nicht mehr, wenn ich ja solche Fahrfehler mache. Rennen kurz vorm Ziel wieder unnötig spannend gestalte. Aber es reicht dann trotzdem zu einem Startzielsieg. Boah, aber sehr, sehr schwierige Bedingungen heute. In Hockenheim. Juff, da hat's gekracht im Hintergrund. Und Herbi war uns wieder nah. Und Jeanette war uns nah, ja. Also, Herbi und meine Wenigkeit, das machen wir unter uns. Aber es könnte schon reichen für die Meisterschaft. Wenn wir dann immer den anderen, den zweiten mitnehmen. So, haben wir das nächste. Schneller. C111. Trainingssitzung für die nächste. Wir mit dem 612 fahre jede Runde unter 3,50, aber wo? Testcenter. Okay. Aber das machen wir nicht als nächstes, sondern das machen wir erst nach der Meisterschaft. Ja, Leute, und wir sind heute auch schon wieder fertig
Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Würde ich mich darüber freuen. Ansonsten sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Euer Felix, der Weise.